So, endlich geht's los mit der Tour de France und Jan Ullrich im Pro Cyclist Einzelwertungsleader-Trikot geht's hier rein. Und wir versuchen natürlich die Tour de France im zweiten Anlauf jetzt zu gewinnen. Letztes Jahr haben wir die Bergwertung geholt, die Kampfgeistwertung. So, ich gehe hier mal richtig durch. Hab mir den Parcours eben gerade mal angeschaut. Ich meine, jetzt sind wir hier bei der Tour de France. Da überlassen wir nichts mehr dem Zufall. Da geht es ja auch jetzt hier zum Start natürlich nur um ein paar Sekunden. So circa 8 Minuten sollten wir brauchen dafür. Keine Sekunde mehr. Ich glaube, Spielziel war 8:08. Ich würde gerne unter 8 Minuten schaffen, aber wird ein bisschen kompliziert. Wir schauen mal oben auf die Zwischenzeiten. Wir ballern durch 7:53 Bissegger im Ziel und 4:15. Das ist natürlich schwierig für uns zu erreichen. Aber ich glaube, wir können dann auch ein paar Mal noch aus dem Sattel gehen. Hinten raus geht es noch leicht bergab ab und zu. Ein paar Kurven sind auch dabei, da kann man also auch leicht entspannen. So, schauen wir mal. Hier wird es jetzt temporeich. So, gehen wir gleich immer wieder in die Zeitverhaltung. Sind wir leicht langsamer, 4:24. Aber wir haben auch noch ein bisschen Luft. Schauen wir, dass wir die nächsten Kurven gut bekommen. Hier bleiben wir gleich mal so drauf und gehen natürlich gleich wieder in die Zeitverhaltung. Und können hinten raus auch noch mal ein bisschen sprinten. Vorne haben wir gerade den Kollegen ums Eck fahren sehen. So, die Kurve hier war ein bisschen enger. Ja, okay, einmal schön dagegen gerödelt. Vorne auch wieder eine relativ enge Kurve, kriegen wir aber besser. So, und jetzt heißt es da noch mal ein bisschen lossprinten. Damit wir dort zumindest an die 8-Minuten-Grenze irgendwie kratzen. Und dann ist es leider nur die 8:09 geworden zum Auftakt. Nicht so wirklich gut. Ich glaube, ich hatte sogar noch ein bisschen Energie übrig. Das war jetzt nicht ganz optimal zum Start, aber es sind nur ein paar Sekunden, die wir dort verlieren. Der Parcours aber irgendwie auch ein bisschen schwierig. Also, da ist Ulle jetzt nicht so gut in die Tour de France reingekommen. Da werden wir sicherlich so 15, 20 Sekunden vielleicht sogar verloren haben. Also Bissegger erstmal in Gelb, der ist für uns natürlich keinerlei Gefahr. Das kann uns total wurscht sein, was der da so treibt. Und dann schauen wir mal auf die Konkurrenz. Naja, 16 Sekunden von Art Gunner, Jaron Thomas, kein Konkurrent, aber Pogacar macht schon mal 5 Sekunden gut. Dann haben wir, wo ist Vingegaard? Der ist hier im Spiel irgendwie nicht so richtig nice. Ich finde Vingegaard leicht zu schlecht weggekommen. Dafür, dass er dieses Jahr die Tour de France mit 7 Minuten Vorsprung gewonnen hat. Ich glaube, es waren 7 Minuten, oder? Klar, Pogacar auf der einen Etappe natürlich völlig eingebrochen. Aber Ulle hier mit 16 Sekunden, damit 4 Sekunden auf Vingegaard gut gemacht und 5 Sekunden auf Pogacar verloren. War jetzt nicht mein bestes Zeitfahren. Bin jetzt nach ja ein bisschen Erkältungsproblemen halbwegs wieder fit. Man hört es mir immer noch ein bisschen an, aber jetzt zum Freitagabend hin. Da geht es endlich weiter. So, also, das Profil haben wir uns angeschaut. Bissegger holt sich das erste gelbe Trikot. Wir werden natürlich mit Ulle auch mitsprinten. Werfen gleich nochmal einen kurzen Blick auf unser Team. Jetzt kommt die zweite Etappe, 207 Kilometer. Berg der zweiten Kategorie hinten raus. Nach San Sebastian geht es wieder. Dann nach Bayonne und Nogaro. Dort wird es dann eher in die Sprints gehen. Und mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Ich denke mal schon, dass wir vielleicht die ersten 5 Etappen noch in diese Folge klatschen können. Je nachdem, wie natürlich der Etappenverlauf ist. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. 207 Kilometer, zweite Etappe. Vielleicht gibt es ja hier schon den ersten Etappensieg für Jan Ullrich. Ausreißergruppe würde ich erstmal weglassen, weil wir natürlich auch versuchen, auch Flachetappen, beziehungsweise das gilt hier als hügelige Etappe, trotzdem ja unseren Fahrer weiter zu leveln, weil wir ja vielleicht auch nächstes Jahr noch am Start sein werden. Und wir haben natürlich auch einen Ulle in sehr, sehr guter Tagesform, also plus 1,2 kriegt er nochmal überall drauf. Der Berg der zweiten Kategorie liefert dann noch ein bisschen Zeitbonifikation. Dieses Jahr bei der Tour de France die erste Etappe, da hätte es ja auch einen Hügel geben sollen mit Zeitbonifikationen, aber das wurde dann gestrichen, weil der Etappensieger halt lieber das gelbe Trikot tragen sollte. So, Kuss mit dabei, wir haben Timon Arensmann mit am Start, Juan Ayuso, die noch nicht so richtig gut in Form sind. Ich habe mir Küng natürlich mitgeschnappt. Ben Healy ist für Chris Froome nochmal reingerutscht. Stand ja auch in den Kommentaren, dass das so gewünscht ist. Klar, Chris Froome jetzt wieder ausgebotet worden, aber Mai, dafür holen wir ihn einfach zu Team Bike Aid. Dann natürlich Emmanuel Buchmann am Start und Thibaut Pinot, den wir vielleicht dann ab und zu mal in die Gruppe schicken werden, als Relaisstation oder als möglichen Etappensieger. Also, Ulle, erstmal in der Gesamtwertung auf Platz 10. Wir nennen es mal Lauerposition und dann geht es jetzt rein in die zweite Etappe und wir schauen mal, was am Berg der zweiten Kategorie so passiert.
So, wir gehen rein auf die zweite Etappe. Wir haben unser Team hier vorne ein bisschen eingespannt. Noch 1,35 für die Ausreißergruppe. So, Sepp Kuss kommt mit nach vorne. Bob Jungels mit dabei. Natürlich jetzt hier nicht die Original-Starterliste. Wir sind ja im Pro-Kapitän-Modus. Corbin Strong haben wir hier vorne. In einem sehr, sehr nicen Trikot. Also Israel Premier Tech mit den Tour de France-Trikots. So, oben gibt es Bonussekunden. Die sind für uns jetzt nicht ganz so wichtig. Vorne noch die Gruppe Velasco, Taco van der Horn und Ferrand. Macht das an der Seite trotzdem mal weg, weil hier jetzt am Berg der zweiten Kategorie, da kann natürlich schon ein bisschen was passieren. Wir sehen es an der Seite eingeblendet. Unten ist das erstmal flach, ist jetzt auch nicht der schlimmste aller Berge. Vorne mal ein bisschen Tempoverschärfung von Jumbo Visma. Da brauchen wir unsere Jungs fast gar nicht. Sepp Kuss kommt nach vorne und beschützt unseren Ulle weiterhin. Hier werden wir wahrscheinlich keine Attacke drüber setzen, weil es danach halt noch ein bisschen zu lange ins Ziel geht. Da wird eher eine etwas größere Gruppe mit rüberkommen. Müssen wir mal schauen, wie es dann gleich oben ausschaut. So, wir gehen mal wieder ganz kurz in die Hügelansicht rein. Alto de Reisquibel, ne, kennt man von Clásica San Sebastián, die jetzt ja wieder von. Ne, warte mal, wer hat es dieses Jahr gewonnen? Weiß ich gerade gar nicht. Hat Remco das nicht schon wieder gewonnen? Kann schon sein. Bin, wie gesagt, in den letzten Wochen irgendwie dauernd im Nirvana. Erst eine Woche krank nach den Klausuren, dann noch erkältet gewesen. Irgendwie läuft es da nicht so richtig gut. So, 5 Kilometer noch bis oben hin und gleich kommt das etwas steilere Stück. Unser Team kriegt es jetzt nicht so hundertprozentig gebacken. Wir nehmen mal das blaue Gel. Wir können bei Ulle auch schon mal ein bisschen blaues Gel nehmen, auch wenn es hier auf der Etappe heute keine Rolle spielen wird. In der Abfahrt regenerieren wir ohnehin wieder so gut, wie es irgendwie nur geht. Wir können aber mal auf Attacke gehen. Weiß nicht, ob ich da 4 Fahrer für brauche, aber wir machen es jetzt einfach mal hier. Jeder, der da jetzt schnell nach vorne kommt, der hilft uns. So, da haben wir Küng, der allerdings, glaube ich, da jetzt nicht die Power hat, um ganz nach vorne zu kommen. Und jetzt geht es halt wirklich 5 Kilometer schon nochmal relativ steil nach oben. Oder sind nicht ganz 5, 3,5. Sam Clark macht Tempo, Patrick Konrad, der Bora Hansgrohe ja verlassen wird. Thibaut Pinot mit Karriereende, also sehr viele Transfers, die natürlich jetzt schon reingekommen sind. Vor allem Lidl Trek hat sich sehr, sehr nice verstärkt, muss man sagen. So, da gehen wir jetzt natürlich mit, wenn da vorne schon unsere Jungs mit attackieren. So, wir geben mal die roten Gele noch mit an die Hand. Schaden kann es nix. Wen haben wir da vorne mit der 65? Ich mache das an der Seite mal rein. Thibaut Pinot, der da jetzt ein ordentliches Tempo vorgelegt hat. So, können wir die Gruppe ein bisschen dezimieren, damit wir im Sprint bessere Chancen haben. Das ist eigentlich heute das Primärziel. So, Küng geht nochmal nach vorne. Und wir versuchen unser Team natürlich so gut wie möglich zu nutzen bei der diesjährigen Tour de France. Auch deutlich besser als letztes Jahr. So, 3 Fahrer haben sich jetzt hier abgesetzt. Dazu gehören eben auch Küng und Thibaut Pinot. Küng zieht nochmal ordentlich durch vorne. Ich würde mir auf jeden Fall die Bonussekunden oben noch holen, wenn das klappt. Hinten geht jetzt, glaube ich, Tadej Pogacar selbst hinterher. Ja, da ist jetzt auch der rote Balken irgendwie weggefahren. Mal schauen, können wir unsere Jungs da noch mitnehmen? Wenn die für uns Tempo machen in der Abfahrt, das wäre natürlich nice und auch in der Ebene. Aber 12 Sekunden gegen das komplette Hauptfeld, das wird eher schwierig werden. Wir holen uns auf jeden Fall den Berg der zweiten Kategorie. Das ist schon mal nice. Holen uns die Bonussekunden. 8 Sekunden sind es an der Zahl. Und dann können wir mal schauen, ob die hier nochmal was machen können. So, Pinot kriegt nochmal rotes Gel. Fahrt mal. Und dann sollen die beiden sich mal abwechseln und Ulle bleibt einfach nur im Windschatten. Zwölf Sekunden sind es. 15 Kilometer. Also eine gute Teamtaktik, die wir hier haben, aber sie wird leider nicht funktionieren. 9 Sekunden sind es nur noch. Hinten kommt das Hauptfeld jetzt richtig mit Schmackes ran. Da hätten wir wahrscheinlich selber in die Abfahrt reinballern müssen. Also das ist erstmal schief gegangen. Wir lassen unsere Jungs trotzdem Tempo. Ruckler. Trotzdem mal Tempo machen. So, Pogacar ist da, Geraint Thomas, 74 Fahrer. Ja, stimmt, das stelle ich dann für die. Ich stelle es gleich mal in den Optionen aus. Diese grünen Pfeile, die dann irgendwann rot werden, wenn die Kurve zu steil ist, das muss ja nicht unbedingt sein. Ich glaube, da sind wir jetzt. Da bin ich zu erwachsen für, ne? Ich brauche keine Stützräder mehr. Und wir werden dann sehen, wie gnadenlos ich wahrscheinlich dauernd stürzen werde. So, Pogacar jetzt mit einer Attacke vorne.
einmal kurz noch durchgezogen. Da zeigen wir gleich mal. Den lassen wir nicht weg. So, Tadej, so läuft's nicht hier. Da covert Ulle gleich mal. Ja, da habe ich ein bisschen hart gebremst. Macht ja nichts. So, gehen wir nochmal ein bisschen in die Aerodynamik. Energie zurückholen. 9 Kilometer sind es noch. 74 Fahrer. Pogacar und Ulle haben sich abgesetzt. So kann die Tour de France natürlich mal losgehen. So, schauen wir mal. Also, großes Feld. Hinten kommen jetzt wieder unsere Fahrer Buchmann, Küng, die jetzt das Tempo für uns hochhalten in der Sprintanfahrt. So, da ist Geraint Thomas, Sergio Higuita, Thomas Pidcock, der, denke ich mal, bei den Ineos Grenadiers bleiben wird. Jetzt ja Weltmeister geworden im Mountainbiken. So, da gehen wir mal nicht mit. Dafür haben wir ja unsere Teamhelfer, die das für uns hier jetzt noch zu Ende fahren sollen. Rotes Gel haben wir jetzt gar nicht gebraucht, aber die 8 Sekunden sind schon mal nice. Die bringen uns auf jeden Fall vorbei an Tadej Pogacar in der Gesamtwertung. Da haben wir das Zeitfahren schon wieder gut gemacht. 5 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Wir bleiben bei der Tour de France natürlich auch ein bisschen länger mal drauf auf den Etappen. Ist ja jetzt überraschenderweise der Saisonhöhepunkt. So, Simon Yates mit dabei, Mathieu van der Poel beim Mountainbike-Rennen leider wieder gestürzt. Gab es ja ein bisschen so eine kleine Kontroverse rund um ja, die Startreihenfolge, die Startreihe. Mathieu van der Poel dort, glaube ich, aus Reihe 4 dann gestartet. So, hier geht es nochmal leicht bergauf. Da kommt nochmal Sergio Higuita mit einer Attacke. Ja, die zieht da ganz gut durch. Geh mal ein bisschen mit. Beziehungsweise versucht die Lücke auch mal ein bisschen zu schließen. Weil das ist schon relativ viel, was er da sich jetzt rausgefahren hat. Hauptfeld sehen wir dort. Ja, Higuita zieht durch. Bardet kommt. Wir gehen mal mit. Nehmen noch ein bisschen rotes Gel. Bis zum Maximum halt. Und vorne kommt dann auch nochmal so eine kleine Kurve. So, jetzt gehen wir los. Bei Wout van Aert nochmal. Nee, ach Leute. Wieder vermasselt, wieder viel zu viel Energie. Wieder zu spät losgegangen. Ach Mann. Also heute läuft es noch nicht. Heute läuft es definitiv noch nicht. Eieiei, das war eigentlich ein Pflichtetappensieg. Also Zeitfahren war Durchschnitt, die Etappe war mehr als Durchschnitt. Da muss der Teamchef erst noch wieder in Form kommen. Und ich weiß, bevor jetzt jemand in die Kommentare schreibt, sprinte doch einfach früher los. Ja, ich weiß es, aber ich bin manchmal einfach dumm. Hier hätte ich jetzt einfach viel, viel früher losgehen müssen. Ich hatte ein bisschen Schiss vor der Kurve. Dann sind wir, glaube ich, sogar nur ja, Zweiter, Dritter geworden. Auf jeden Fall gewinnt Wout van Aert das Ding. Da sind wir nicht mehr aus dem Windschatten rausgekommen. Der Windschatten, den wir gar nicht gebraucht hätten. Ja. So, Wout van Aert übernimmt die Gesamtwertung damit. Ulle in der Nachwuchsfahrerwertung vorne. Ich glaube, im Gesamtklassement hat sich schon einiges geändert. Ich weiß nicht, ob Bissegger jetzt vorne überhaupt noch mit in der Gruppe war. Also zweiter Platz für Ulle. Nummer 14 Sekunden Zeitbonifikation. Damit steigen wir sogar auf Platz Nummer 2. Pogacar auf der 3 mit 5 Sekunden Abstand. Wo haben wir Vingegaard mit 29 Sekunden dann sogar schon. Gut, es sind 18 Sekunden. Das verliert man am Berg wahrscheinlich schneller, als man Mathieu van der Poel gesagt hat. So, also Vingegaard haben wir hier. Ethan Hayter, der auch bei den Ineos Grenadiers bleiben wird, mit seinem Bruder Leo Hayter zusammen, wenn ich das richtig gesehen habe. Almeida wird wahrscheinlich auch bei UAE bleiben. Martinez geht, glaube ich, zu Bora Hansgrohe. Vlasov sollte bleiben. Habe ich zumindest noch nichts Gegenteiliges gehört. Also wir können so ein bisschen immer durchgehen, was so transfermäßig passiert ist. Ansonsten sehe ich hier jetzt keine Namen, die groß in Transfers verwickelt waren. Ich glaube, Hart ist zu Lidl Trek gegangen. Matteo Jongsen war ja die ganze Zeit schon im Gespräch. Der wird quasi neben Sepp Kuss so der nächste Edelhelfer bei Jumbo-Visma. Und das ist natürlich ein brutal starkes Team, wenn man da jetzt noch Jongsen in das Tour de France Team mit integriert oder ihnen vielleicht auch die Chance gibt bei Giro oder Vuelta, da noch auf eigene Karte zu fahren. Aber da hat man natürlich auch noch einen Roglic und die Vuelta dieses Jahr wird sowieso spannend mit Roglic und mit Vingegaard und mit Sepp Kuss. Also die versuchen wirklich den Sweep zu schaffen und alle drei großen Rundfahrten zu gewinnen. Weiß nicht, wann es das überhaupt mal gab. Gab es das schon mal? Kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ulle, nicht so erfolgreich, wie wir es gern gehabt hätten.
Die dritte Etappe nach Bayonne, da würde ich jetzt mal jemanden noch mit in die Ausreißergruppe schicken, weil sonst wird es dann auch zu langweilig. Wir wollen unserem Team ja auch ein paar Möglichkeiten geben. Vielleicht schicken wir Küng mit rein zum Beispiel. Aber wir gucken mal auf die Tagesform und dann darf sich dort jemand in der Gruppe austoben. So, wir gehen rein auf die dritte Etappe und schauen mit Emanuel Buchmann mal vorne in die Gruppe. Bergtrikot wird wahrscheinlich schwierig werden mit Emu. Oben nicht mehr ganz so steil. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da bei Vandenberg zumindest so ein bisschen Windschatten schnuppern können. Ich weiß nicht, ob Emu das bis oben hin schafft. Ja, doch, er schafft es und ist dann sogar am längsten noch fresh. Also, Emu holt sich hier die 2 Punkte am Berg der dritten Kategorie. Hinten raus nochmal vierte Kategorie. Schauen wir mal. Also, ich glaube nicht, dass der Etappensieg hier drin ist, aber wir wollen natürlich für die Flachetappen auch ein bisschen mehr Spannung reinbringen, als nur die letzten paar Kilometer mit Ulle dann zu fahren. Juti, also Ryan Mullen hier noch mit dabei und das ist welcher van den Berg? Es gibt zwei van den Berg. Lars van den Berg ist doch, glaube ich, bei Groupama, oder? Das ist der andere van den Berg. Wie heißt er? Markus? Markus van den Berg. Wir nennen ihn Markus, wenn er anders heißt, dann ist es mir auch wurscht. Nein, Quatsch, natürlich. Ich schaue es mal nach und dann sehen wir uns gleich wieder im Finale der Etappe. So. Emo Buchmann ist eingeholt und die Gruppe mit Marijn van den Berg generell. Also, wir hatten ihn Markus getauft, aber er heißt Marijn van den Berg. Es gibt sehr viele van den Bergs im Radsport. Da kommt man mal ein bisschen durcheinander. Wout van Aert, vielleicht unser größter Gegner. Gleich im Schlusssprint. Wir können sogar noch mal ein bisschen in die Aerodynamik gehen. Vorne ist Søren Krogh Andersen, Sepp Kuss, den ich mal zur Seite nehme. Der muss jetzt nicht mehr vor uns fahren. Brauchen wir nicht unbedingt, aber die Kollegen kriegen auf jeden Fall nochmal einen Schnaps. Damit sie schön blau werden. Nochmal einen kurzen vorm Schlusssprint. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich würde jetzt mal als kompletter Laie auf Nein tippen. Ihr könnt mich auch buchen für weitere Ernährungstipps. Da haben wir das dunkelgrüne Trikot, das ja so ein bisschen an die Zeiten von Erik Zabel erinnert. Aber ich bin jetzt kein so großer Fan des Trikots. Ich mochte das knalligere Grün dann doch ein bisschen lieber. So, vorne die Sprintanfahrt für Jasper Philipsen. Sicherlich auch einer unserer Top-Konkurrenten. Ich werde diesmal ein bisschen früher selber lossprinten, so bei der Kilometermarke, so wie die Konkurrenz das ja auch häufig macht. So, blaues Gel nehmen wir noch schnell. Alaphilippe telefoniert nochmal mit zu Hause. Richtig so, sein Smart Home einfach nochmal schnell den Backofen angedreht. Schon mal vorheizen, ne? Juti, also Mathieu van der Poel fährt vorne im Wind. Dame Timmerlier. Kees Bol, die neuen Trikots sind jetzt hier auch drin. So, wir gehen jetzt einfach mal los. Boah, Philipsen aber sehr stark. Kommen wir da irgendwie nochmal rum? Boah, alter Schwede, war Philipsen da gut. Diesmal bin ich echt früh losgegangen, aber Philipsen ist dann aus meinem Windschatten rausgeballert. Ulle mit schlechter Tagesform. Also, das war wieder kein Etappensieg. Läuft einfach nicht, ne? Läuft rückwärts und bergab. Für Jan Ullrich. Da sind wir früh los und dann wird es trotzdem nur der dritte Platz. Ich glaube, Caleb Ewan war da auch noch vor uns. Also Jasper Philipsen vor Caleb Ewan und Jan Ullrich. Wout van Aert war nicht zu sehen, aber der Abstand war, glaube ich, relativ groß auf Wout van Aert. Der war im Zeitfahren gut, die zweite Etappe gewonnen. Der bleibt im gelben Trikot, auch im grünen Trikot. Da schauen wir mal drauf, wie es dort in der Wertung steht. Vielleicht haben wir ja dieses Mal die Möglichkeit, bis auf die Kampfgeistwertung alle Wertungen zu gewinnen. So, dann schauen wir mal. Also Gesamtwertung, Wout van Aert 7 Sekunden vor Ulle, dann sind es jetzt 9 Sekunden auf Pogacar, Küng auch noch vorne mit dabei. In der Bergwertung ist Emo Buchmann mit 5 Punkten dabei, da könnte man vielleicht auch schauen, ihn mal ab und zu in die Gruppen zu schicken. Aus deutscher Sicht ja vielleicht ganz nett. Punktewertung fehlen uns ja 25 Punkte auf Wout van Aert, das ist noch geschenkt. Bei den Bergetappen werden wir deutlich mehr holen als er. Nachwuchsfahrerwertung 9 Sekunden vor Pogacar, Teamwertung für uns nicht ganz so wichtig. Aber Juti, also bislang kann man noch nicht so 100% zufrieden sein. Jetzt geht es 182 Kilometer lang von Dax nach Nogaro. Da werden wir einfach nur den Sprint durchziehen. So, 4 Kilometer sind es noch. Also wir sparen uns einiges, damit wir hier schnell auch gut durchkommen. Flachetappe, Ausreißergruppe natürlich eingeholt. Kollegen haben gerade auch noch mal ein kleines Frühstück bekommen. So, 3 Kilometer sind es noch. Blauer Balken ist voll. Relativ kurvig das Ganze. Sollte man also auf jeden Fall aufpassen, dass man da gut vorne mitkommt. Und ich glaube, das war dieser Kurvensprint. Okay, da kommen jetzt auch schon mal ein paar. Bisschen nach vorne geschissen. Nehmen mal das rote Gel. Schauen, dass wir vorne aus der Kurve mit Schwung und gut rauskommen.
Okay, komm, diesmal machen wir es mal ein bisschen früher. Und versuchen bis vorne hin durchzuhalten. Komm schon, Ulle, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Und yes, endlich haben wir es mal richtig gemacht. Von vorne das Ganze durchgezogen. Wir hatten immer noch roten Balken übrig. Also man kann echt viel, viel früher losgehen. Ich muss mich da dran gewöhnen. Ich mag, ganz ehrlich, ich mag es lieber, auf die andere Art und Weise zu sprinten, weil es halt einfach ein bisschen realistischer ist, dass man vielleicht nicht einen Kilometer von vorne einfach lossprintet, sondern sich eher ein Hinterrad sucht und im letzten Moment noch rausfährt. Finde ich persönlich besser, ist realistischer, aber hier sprintet ja mehr oder weniger jeder für sich. So eine richtige Sprintanfahrt habe ich in dem Spiel noch nie verstanden. Aber Juti, also erster Etappensieg auf der vierten Etappe und mal schauen, wo Wout van Aert gelandet ist. Auf jeden Fall nicht in der Zeitbonifikation. Das bedeutet gelbes Trikot für Jan Ullrich. Erste Bergetappe braucht gar nicht mehr so lange. Deswegen ist das schon mal ganz cool. Wir wollen das gelbe Trikot auch haben. Leider ist Timon Arensmann gestürzt. Das ist für unsere Bergambitionen natürlich nicht ganz so gut. Jakobsen auf der 2, Caden Groves auf der 3. Auch interessant, dass er dann hier Jasper Philipsen anscheinend in der Sprintanfahrt abgehängt hat und Wout van Aert nur auf dem sechsten Platz. Entschuldigung. 3 Sekunden der, upsa, 3 Sekunden der Vorsprung jetzt auf Wout van Aert, Pogacar 19 Sekunden und Vingegaard haben wir immerhin schon eine halbe Minute gegeben, ohne dass wir in den Bergen groß was reißen mussten. Das wird sich jetzt allerdings ändern. Jetzt geht es von Po nach Larrain, Berg der ersten Kategorie. Ganz, ganz spannende Etappe gewesen dieses Jahr bei der Tour de France. Da hat man gesehen, wo es bei der Tour de France hingehen kann. Im Endeffekt hat Pogacar zwar relativ schnell wieder zurückgeschlagen, aber Mai. Das war dann hier auf der Etappe nach Côte d'Or, Combe Basque. Da gab es dann wieder ein paar Sekunden für Pogacar. Hier gab es sogar, glaube ich, eine Minute für Jonas Vingegaard. Aber ich muss sagen, so Tour de France-Etappen verschwimmen bei mir relativ schnell wieder. Ich meine, wie lange ist es jetzt her? Ein Monat circa, ein bisschen mehr, dass diese Etappen waren. Und trotzdem kann ich häufig schon gar nicht mehr genau sagen, ob die Etappen, ob das Etappenprofil genau so war oder ob der Verlauf auch wirklich so war, wie ich ihn noch im Kopf habe. So, also das Zeitfahren über 40 Kilometer nach Rocamadour, das gab es definitiv nicht. Aber die fünfte und sechste Etappe, mal schauen, wie weit wir jetzt noch kommen. Machen wir ein bisschen eine längere Folge, dann würde ich sagen, da kriegen wir sogar beide hier mit rein. So, willkommen auf der fünften Etappe. Wir sind jetzt gerade oben am Col de Sodet. Ich wollte den Ohrkategorieberg jetzt trotzdem noch so ein kleines bisschen mitnehmen. Da ist jetzt nichts ganz Spannendes passiert. Ciccone und Champosseur sind vorne raus. Nick Schulz haben wir dort, der dann dahinter die Gruppe anführt. Jetzt geht es natürlich eine lange Abfahrt, bedeutet ein bisschen regenerieren. Sosa ist dort mit dabei hier. Auch die Movistar-Trikots sind jetzt auch aktualisiert. Alles ein bisschen spät, muss man sagen, weil während der Tour gab es hier auch noch keinen Lidl-Track und so weiter. Also da hätten die Entwickler ruhig ein bisschen schneller reagieren können. Beim Pro Cycling Manager geht das natürlich immer alles deutlich flotter, dank der richtig nicen Community. Keine Ahnung, was die Fahrer da vorne gerade gemacht haben. Es sah äußerst kriminell aus, wie die dort in die Kurve rein sind. Eigentlich würde ich lieber nur in die Aerodynamik gehen und ein bisschen regenerieren. Jetzt scheint sie es auch zu beruhigen. 4 Minuten der Vorsprung bei noch rund 70 Kilometer. Und mir ist das Spiel vorhin abgeschmiert. Keine Ahnung. Passiert mir eigentlich ganz, ganz selten nur beim 23er. So, jetzt kommen noch ein paar Serpentinen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie weggeballert werden. Genau so. So, schauen wir mal, dass wir hier noch ein paar Kurven gemeinsam mitnehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Berg der ersten Kategorie wieder. Da wird es dann richtig spannend. Ob wir den Etappensieg noch holen, das werden wir sehen. Ich habe natürlich die Pfeile wieder vergessen wegzumachen. Das wird mir wahrscheinlich jetzt noch wochenlang so gehen, dass ich immer in der Folge sage, yo, ich mache die jetzt weg und dann vergesse ich es doch wieder. Damit hat die Pogacar. Wahrscheinlich unser Hauptkonkurrent. Ich bin mal gespannt, wie das 40-Kilometer-Zeitfahren dann eben auch läuft nach den beiden Bergetappen. Da dürfen wir natürlich nicht allzu viel Zeit verlieren. So, hier können wir runterballern. Filippo Ganna ballert ein bisschen mit. Wenn da jetzt eine kleine Lücke nach vorne entsteht, ich glaube, da sind fast nur Helfer dabei. Pogacar war auf jeden Fall hinter uns. Und dann, wie gesagt, machen wir gleich am Berg der ersten Kategorie weiter, während ich mich hier nochmal schön verbremse. So, also, gleich geht's ins Finale. Los geht's mit dem Col de Marie Blanc. 8,1 Kilometer, 8,3%. Arensmann drückt uns da mal wieder kurz weg. So, Wout van Aert im grünen Trikot noch mit dabei. Ulle in gelb. So wollen wir nach Paris fahren, auf die Champs-Élysées, alter Schwede. Und natürlich dort auch den Etappensieg im Sprint holen. So, jetzt wird vorne richtig geballert. Holy fuck. Da sollten wir schon dranbleiben. Pogacar sehen wir dort im weißen Trikot. So, also die Tempoverschärfung, die hat es schon in sich. Timon Arensmann bei uns an der Seite.
Wir vergeben mal die blauen Gele an alle Kollegen. Die brauchen sie jetzt auch. Das Feld war sehr gesplittet. Die Abfahrt war schnell, die Ebene war schnell. Deswegen auch am Berg der dritten Kategorie ist es dann nochmal etwas schlimmer geworden. Aber Ulle hat gut regeneriert, sieht heute fresh aus, Tagesform ist gut. Steht eigentlich einer richtig guten Leistung nichts im Wege, außer dass es oben am Gipfel natürlich noch ordentlich Kilometer bis ins Ziel sind. Aber das hat Jonas Vingegaard auch nicht aufgehalten, als er hier Tadej Pogacar eine Minute abgenommen hat. Auf der Etappe, 5 Kilometer sind es noch, da haben wir Tadej Pogacar. Spar mir das Zeug alles erst nochmal, gut, blaues Gel. Ja, sparen wir uns trotzdem mal, können wir später noch nehmen, dann können wir den Balken wieder voll machen. So, bereitet er eine Attacke vor? Ich glaube eher nicht, dass hier viel passiert bei den Favoriten, wenn wir es nicht selber forcieren. 52 Fahrer in der Gruppe. Aber UAE macht hier richtig Druck. Jonas Vingegaard war wieder kurz weg. Also der scheint hier nicht ganz auf der Höhe zu sein. Mal schauen, wie es dann bei den etwas längeren Anstiegen wird. So, Pidcock drückt uns weg, weil er seinen roten Balken kaputt gefahren hat. Jetzt reißt er gerade eine Lücke. Alter Ahrensmann, dann fahr halt auch mal schneller. Oder fahr mir zumindest aus dem Weg. Aber das hat jetzt sinnlos Energie gekostet. So, die Gruppe vorne ist eingeholt. Einer, Ciccone, versucht es nochmal. Pogacar geht nochmal aus dem Sattel. Alles ein bisschen unübersichtlich jetzt gerade. Simone Velasco im Bergtrikot. Der Italiener, der immer für, ja, sagen wir mal, interessante Teams fährt. Wir geben jetzt mal kollektiv das rote Gel und versuchen halt irgendwie nochmal einen Helfer nach vorne zu bekommen, aber das wird kompliziert. Ist Ahrensmann irgendwo noch in der Nähe? Wahrscheinlich am nächsten, aber der Rest ist schon ziemlich platt, während Ulle noch super fresh aussieht und es sind noch ein paar Kilometer bis oben hin. Also 6 Fahrer haben sich jetzt hier abgesetzt mit Tadej Pogacar. Almeida noch an der Seite, der jetzt allerdings auch Probleme hat. Pogacar auch mit Problemen gerade. Interessant, wenn da natürlich jetzt eine größere Lücke entstehen könnte. Nehmen wir nochmal ein bisschen rotes Gel. Nach hinten, dann hätten wir sogar die Möglichkeit, hier auf Etappensieg zu gehen. Dafür müsste es jetzt natürlich noch ein bisschen länger bergauf gehen. Jetzt sind wir hier in der Spitzengruppe. Remco ist da gerade hinten kurz rausgefahren. Der hat 20 Sekunden Abstand. Den dürfen wir nicht vergessen hier in der ganzen Geschichte. Bislang hatte ich ihn irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel. Nach wie vor natürlich überall im Gespräch. Remco Evenepoel. Bin gespannt, wo er landet. Wurde jetzt sogar schon gesagt, Lefebvre hat gesagt, er wird ihn verklagen, wenn er das Team verlässt. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung für so eine weiterführende Zusammenarbeit. So, Pogacar hat sich den roten Balken wieder platt gefahren. So, Vorsprung nach hinten wird größer, aber wenn man sich das anschaut, das wird wahrscheinlich nichts werden, dagegen das komplette Hauptfeld was zu machen. Aber es ist schon mal ein guter Fingerzeig, dass wir hier easy peasy mitgehen können. So, komm, wir ziehen nochmal durch. Wir wollen natürlich auch die Bonussekunden haben. Jede Zeit, die wir da jetzt rausfahren können, ist gut. Vorsprung auf rund 10 Sekunden. Haben wir mal die Steuerung rein bis oben hin. Und wenn es natürlich so kleine Splittergruppen sind, dann haben wir schon ganz gute Chancen. In der Abfahrt können wir ein bisschen regenerieren. Vorsprung bei 14 Sekunden. Hier oben gibt es 8 Sekunden Zeitbonifikation. So, jetzt ist die Energie dann allerdings auch ein bisschen flöten gegangen. So, komm kurz einmal in die Aerodynamik. Und dann wird hier weiter durchgeballert. So, 12 Sekunden sind's. Ich denke jetzt eher nicht, dass das reichen wird. Die Kurve bin ich auch alles andere als optimal gefahren. So, ich glaube, wir hatten schon mal eine ähnliche Situation hier. 13 Sekunden. Ach komm, wir ziehen mal durch. Können gleich ja noch ein bisschen Energie zurückholen. Almeida ist da weg bei Pogacar. Vorsprung wird sogar ein bisschen größer. Blaues Gel müssen wir auch gleich noch nehmen. Würde ich aber vielleicht machen, wenn wir mehr... Oh, oh, Alter, wenn wir auch mehr davon haben. Schitte. Das war ziemlich dumm gerade. So, mit ein bisschen Schwung runter. So, nehmen wir einfach mal jetzt das blaue Gel. 17 Sekunden sind es, aber es sind halt auch noch 14 Kilometer. Geht jetzt gleich nochmal steiler bergab. Jetzt kommt Pogacar allerdings da richtig rangeflogen. Der sprintet da hinten jetzt alles weg, was geht.
6 Sekunden sind's. So, jetzt ist die Gruppe hinten auch wieder gesplittet. Und hier wird es jetzt ein bisschen steiler. Okay, das war jetzt auch nicht so optimal. Alter, diese Kurven sind aber irgendwie auch schwer einzuschätzen. So, die haben wir jetzt mal besser genommen. Aber zu spät, da waren die Kollegen jetzt schon dran. Also, wir sind zumindest wahrscheinlich die großen drei. Oder nee, Vingegaard ist noch nicht da. Jetzt ist es nur Pogacar. Vingegaard ist da irgendwie gerade weg. Da war er wieder. Ich bin heute irgendwie auch ein bisschen unkonzentriert. So, alter Schwede. Pogacar ballert da vorne jetzt aber. Ja, da müssen wir echt hinterhergehen. Der haut da alles rein, was er irgendwie hat. Wir haben jetzt gut regeneriert. Hat leider nicht für den Zeitabstand gereicht. So, Vingegaard, hör auf. Sorry, da musste ich kurz einmal rausnehmen. Vingegaard war kurz davor, mich irgendwo reinzudrängen. Jetzt kommt nochmal die Gegenattacke von Vingegaard. Komm, Pogacar, fahr mir die Lücke zu. Also das Kräftemessen geht jetzt vor allem erstmal an Vingegaard, Pogacar und Ulrich, weil Evenepoel verliert ein bisschen Zeit. Adam Yates sowieso nur als Helfer eingeplant. Da könnte er jetzt nochmal von hinten ranfahren, um ein bisschen Druck zu machen für diese Gruppe. Remco sehen wir dort, der kämpft richtig hart, um hier keine Zeit zu verlieren. Wäre natürlich ganz cool, 20 Sekunden auf ihn rauszufahren. 5 Kilometer Marke ist erreicht. Etappensieg sollte eigentlich fix sein. Ach, schauen wir mal. Wir haben natürlich kein rotes Gel mehr. Das haben wir fast ein bisschen sinnlos verballert. Das rote Gel am Hügel hätten wir uns wahrscheinlich noch sparen sollen. So, jetzt heißt es wieder ein bisschen Luft holen. Remco mit 23 Sekunden, der kann auch nicht mehr viel schneller fahren. Jetzt hängen sich alle hinten dran. Pogacar fährt wieder, Remco mit 18 Sekunden. Wird wahrscheinlich nochmal rankommen, weil hier vorne jetzt auch getrödelt wird. Pogacar fährt das tatsächlich von vorne. So, Remco mit 13 Sekunden, den haben wir immer auf dem Zettel, seitdem er uns bei der Dauphiné noch aufgefahren hat auf den letzten Metern. So, let's go. So, Ulle geht los. Da sollte eigentlich auch ein Pogacar, selbst wenn er im Windschatten ist, keine Chance haben auf lange Sicht. Da haben wir es, da ist er platt und wir holen uns den Etappensieg. Der Rest ist durch. Also wir ballen die Faust, auch wenn es jetzt natürlich noch besser hätte laufen können, wenn wir in der Abfahrt den Abstand hätten halten können. Das wäre nice gewesen. Ich sage ja, ich bin immer noch absolut nicht auf der Höhe des Geschehens. 83,7 inzwischen unser Durchschnitt. Arensmann mit einer guten Leistung heute. Sepp Kuss haben wir leider am Berg der ersten Kategorie relativ früh verloren. Auch Immo Buchmann und so weiter war jetzt nicht wirklich viel mehr zu holen, aber die Teamleistung war in Ordnung. Wenn der Mann im gelben Trikot sich den Etappensieg holt, dann passt das schon. So, Sam Welsford ist noch unterwegs. Vermeersch, Itamar Einhorn. Also, das klingt auf jeden Fall nach Gruppetto. Bin sehr gespannt. Sepp Kuss jetzt bei der dritten großen Rundfahrt. Ich glaube, die fünfte Grand Tour hintereinander, die er jetzt fährt. Irgendwann muss man da doch mal Spuren sehen. Und wir müssen natürlich auch über Michael Hessmann reden. Auch Fahrer von Jumbo-Visma. Jetzt positiv getestet worden. Auf ein Diuretikum, wie das irgendwie so schön heißt. Also quasi so ein Entwässerungsmittel, was du halt im Leistungssport niemals nimmst, um Leistung zu fördern, sondern eher um leistungssteigernde Mittel zu vertuschen. Also sehr, sehr schade. Ich glaube, da ist eine Karriere vielleicht zu Ende gegangen. Vielleicht gibt es auch eine gute Begründung, warum man dieses Mittel genommen hat. Aber auf jeden Fall wird da immer ein Schatten drauf liegen auf der ganzen Geschichte. So, Bergwertung bleibt bei Ciccone. Ansonsten sind wir jetzt überall vorne, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Sprintwertung müsste eigentlich auch bei Ulle sein. 6 Sekunden nochmal auf Vingegaard gut gemacht. 18 Sekunden Zeitbonifikation bedeutet in der Gesamtwertung sind es schon mal 35 Sekunden. 53 Sekunden auf Vingegaard, Wout van Aert noch auf der 3. Aber der ist am Anfang hier immer mit dabei und irgendwann wird er dann halt 12. in der Gesamtwertung. Aber Remco mit 1,28 schon Abstand. Holy shit, das ist auch ziemlich viel. Der hatte also vorher auch schon ordentlich was verloren.
in der Bergwertung. Auch da ist es der dritte Platz für Ulle. Punktewertung sind wir jetzt 20 vor Wout van Aert. Nachwuchsfahrerwertung logischerweise vorne. Teamwertung der vierte Platz. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Und in der Kampfgeistwertung, da ist Emo Buchmann auf der 9. So, nächste Etappe wird noch interessanter. Da geht es nach Côte de Combasque. Eines der geilsten Comebacks der Tour de France-Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert. Liegt vielleicht aber auch daran, dass es jetzt noch nicht allzu lange her ist. Aber es wird mir immer in Erinnerung bleiben, wie Tadej Pogacar da wie ein angeschlagener Boxer aussah. Und jeder dachte so, heute ist die Tour de France schon rum. Ne? Wir haben jetzt hier die 6. Etappe. Aber Tour de France wird rum sein, weil Vingegaard wird am Berg der ersten Kategorie nach einer klasse Arbeit seines Teams am Ork-Kategorie-Berg attackieren und wahrscheinlich nochmal 1,5 bis 2 Minuten wegfahren. Und dann kommt Pogacar zurück und klaut tatsächlich ja, den Etappensieg und ein paar Sekunden. Das waren sogar circa eine halbe Minute oder so, die er Vingegaard da draufgegeben hat. Also hoffentlich wird die Etappe hier genauso spannend. Wir gehen rein am Ork-Kategorie-Berg, würde ich sagen, schicken einen Fahrer in die Ausreißergruppe als kleine Relaisstation und versuchen dann natürlich am Berg der ersten Kategorie wieder wertvolle Sekunden rauszufahren. So, wir kommen am Col du Tourmalet. Timon Arensmann an unserer Seite, Thibaut Pinot noch davor, Hili Buchmann. Also wir sind umgeben von unseren Helfern. Ciccone im Bergtrikot. Kann sein, dass das heute verliert. Champoussin vorne wieder in der Gruppe. Der hat auf der letzten Etappe auch schon ordentlich Punkte gesammelt. Wir haben es leider nicht geschafft, einen Fahrer vorne mit reinzubringen. Ich habe sowohl Pinot als auch Buchmann versucht, vorne reinzuschicken. Die wurden jeweils wieder einkassiert von der sehr, sehr starken UAE-Mannschaft. Tadej Pogacar mit der 11. Wir versuchen jetzt hier über den Col du Tourmalet zu kommen, ohne das blaue Gel zu verwenden. Tim Wellens fällt jetzt als erster Helfer raus, aber das ist natürlich auch nicht so 100% sein Terrain. Trotzdem ein ganz guter Allrounder, Tim Wellens. Die Astana-Trikots, Astana jetzt nicht mein favorisiertes Team, aber die Trikots finde ich irgendwie sehr geil. Also die taugen mir total, aber Geschmäcker sind immer verschieden. Ich frage mich manchmal, wenn Leute sagen, boah, das Trikot finde ich richtig nice, denke ich mir, boah, das sieht scheiße aus. Und andersrum natürlich genauso. Ihr denkt jetzt vielleicht, okay, das Astana-Trikot ist richtig scheiße. Aber so ein Power-Ranking bei den Trikots, das kann man vielleicht nächstes Jahr mal zur Tour de France machen, weil natürlich ganz viele Sondertrikots auch kommen. Das von Bahrain Victorious zum Beispiel war super langweilig. Das normale rote Trikot war deutlich besser. So, wir werden langsam ein bisschen nach hinten durchgereicht. Tempo ist sehr, sehr hoch, dass vorne angeschlagen wird. Und ja, müssen wir mal schauen. Der Berg der ersten Kategorie wird natürlich auch übel werden, aber ich würde das blaue Gel sehr ungern nur jetzt nehmen. Es ist noch ein ganz schönes Stück bis oben hin und das Tempo ist extrem hoch. So, jetzt wird, glaube ich, vorne aber auch die Luft ein bisschen dünner bei den Teamkollegen. So, Bevan fällt zurück. Wieder like a wrecking ball ist er da durch das Hauptfeld durchgepflügt. Nur noch 1,40 der Vorsprung für die Gruppe Champoussin. Der jetzt ja gerade beim Arctic Race of Norway am Start ist. Und glaube ich gar nicht so schlecht abgeschnitten hat auf der ersten Etappe. Ist jetzt aber auch nicht so eng verfolgt, die ganzen Rundfahrten. So, als wären wir hier wieder schön weggedrängt. Wir fahren relativ konstant hier hoch. Jetzt hat die Gruppe wieder ein bisschen Luft geholt vorne, 1,38, also Tempo ist auch wieder höher geworden. So, Ethan Hayter mit Problemen. Wir pflügen mal ein bisschen nach vorne, ohne dass wir groß das Tempo erhöhen. Schauen wir bei den Kollegen rein. Okay, Ben Healy braucht auf jeden Fall das blaue Gel. Buchmann auch, eigentlich alle, sonst werden die nicht bis oben rüberkommen. Arensmann noch bei uns an der Seite, Sepp Kuss sollte eigentlich am längsten bei uns bleiben können. So, Pinot und Ciccone versperren uns den Weg. Da haben wir Bauke Mollema noch an der Seite von Ciccone. Also Little Track, die investieren ordentlich. Ich hoffe, dass Hart auch wieder so fit wird, wie er vor dem Giro in Form war. Das wäre richtig nice. Und die Ineos Grenadiers verlieren natürlich damit auch einen weiteren sehr, sehr starken Fahrer. Wie es bei Groupama weitergeht, weiß man auch nicht genau. Ich denke schon, dass Godu natürlich dort bleibt, aber da wird man auch sehr enttäuscht sein von der Tour de France und vor allem die Aussicht, dass Godu nochmal so eine Leistungsexplosion bekommt, dass er irgendwann mal gegen Pogacar und Vingegaard mithalten kann, das ist irgendwie nicht in Sicht. Zeitfahren ist auch nicht so richtig seine Stärke, also es gibt wenig Optionen, wo er sich noch deutlich verbessern kann, David Godu, deswegen wird da vielleicht auch nochmal umgedacht, genauso wie bei Sudal Quickstep, je nachdem, was Remco so macht. Mikel Landa ist auch immer noch im Gespräch, der war ja lange bei Lidl Track im Gespräch und weiß man jetzt auch noch nicht genau, wo er hingeht. Also es gibt noch ein paar ganz gute Free Agents auf dem Markt.
So, Arensmann noch mit am Start, aber alle jetzt wirklich mit dem blauen Gel schon. Intus. Tempo ist jetzt deutlich gedrosselt worden. Und wenn wir uns jetzt hier das blaue Gel sparen, dann können wir am Schlussanstieg halt richtig reinpowern. Das wäre richtig nice. Aber der Berg bleibt steil, das Tempo bleibt hoch. 63 Fahrer sind hier noch in der Gruppe mit drin. Da werden aber einige hinten richtig leiden. So, Champoussin, die Gruppe vorne macht das nach wie vor gut. Ich glaube, Sobrero, wo ist jetzt Matteo Sobrero, der Italiener, hingewechselt? Auf jeden Fall hat das Team auch gewechselt. Ich glaube, war es nicht Bora? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall auch ein großes Talent. Junger Fahrer, stark im Zeitfahren. Toller Helfer eben auch, so ein Rouleur, den man bei so einer Tour de France halt auch braucht. Du kannst nicht sieben Bergfahrer mitnehmen. Deswegen haben wir ja auch Küng mit dabei, der dann eben auch mal ein richtig ordentliches Tempo drücken kann. So, also die UAE-Fahrer haben sich richtig verausgabt. Der Almeida fällt jetzt raus. Jetzt ist nur noch Adam Yates vorne. Und dahinter können jetzt alle so ein klein wenig sogar regenerieren. Ist noch ein ordentliches Stück. Man sieht da oben die geparkten Autos. Wenn man hochschaut, oben ist, glaube ich, die Kilometermarke. So, Arensmann, hör doch auf damit. Das nervt manchmal. Also, das blaue Gel werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Vorne zweimal Israel Premier Tech, die da zurückkommen. Die Gruppe Schulz und Dylan Teuns. Auch beim Arctic Race of Norway. Rundfahrt habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut, weil ich mal für die Kollegen getippt habe. Ich vergesse es oftmals zu tippen. Aber meine Kollegen, der Marvin, der Erik und der Danny Flüksche, die übernehmen das dann häufiger mal für mich. Grüße gehen raus. Dank geht raus, auch wenn keiner von denen hier zuschaut, weil die alle nur Pro Cycling Manager schauen. Ist immer ganz lustig, wie der Hate zwischen den Games hin und her geht. Die aktive Community auf Discord schaut eigentlich hauptsächlich Pro Cycling Manager und Bike Aid und der Großteil auf YouTube, aber das zeigen die Zuschauerzahlen ja eben auch. Die schauen eigentlich mehr das Tour de France Game mit Ulle. So, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich diese Israel Premier Tech Trikots da mag, aber irgendwie sehen sie schon ganz nice aus. Sieht halt ein bisschen so aus, als wäre ein Künstler ein bisschen durchgedreht und hätte einfach ein paar Farbkleckse hingeschmissen. So wie bei Ziemlich Beste Freunde, wo der eine Künstler Nasenbluten bekommen hat. Den könnte ich auch mal wieder anschauen. So, Movistar kommt vorne zurück. Garcia Cortina, ja, ist jetzt nicht so ganz sein Terrain. Und irgendwie fahren wir jetzt auch schon vorne. So, vorne jetzt Latour mit Durbridge, Luis Leon Sanchez mit dabei, Andreas Krohn. So, Garcia Cortina sieht man an der Statur schon, das ist nicht so richtig seins. Van Zevenand auch jetzt nicht mit so einer starken Saison dieses Jahr. Der Mann, der immer gerne hin und her wippt. Quasi ein VIP. So, Akea Samsic, da ist jetzt Champoussin durch. Vorsprung weiterhin 1,35. Alle sind hier ziemlich durch und jetzt geht es in eine lange Abfahrt rein. Und dann ja nur noch hoch zum Berg der ersten Kategorie. Also da werden wir mit vollem blauen Balken, mit vollem blauen Gel in den Schlussanstieg reingehen und hoffentlich ein bisschen Zeit gut machen auf die Konkurrenz. Gute Tagesform bei Ulle. Die Karten liegen auf dem Tisch. Wir haben Kuss mit dabei. Wir haben Arensmann mit am Start. Wir haben Pinot mit dabei. Also wir können auch ein hohes Tempo unten in den Berg reinfahren lassen. Das ist eigentlich bislang ziemlich optimal gelaufen. Deswegen wollte ich den Col du Tourmalet auch komplett selbst steuern. So, sollen wir nochmal Richtung Bergtrikot? Na, okay, Ciccone holt sich da jetzt ein paar Punkte. Eigentlich nicht so wichtig. Arensmann kommt nochmal mit. Ja, dann holt sich Arensmann, glaube ich, den. Ne, es gibt gar keinen letzten Punkt. Also, schöne Abfahrt jetzt. Achso, ich habe die Dinger jetzt endlich weggemacht, gell? Muss ich aber selber überlegen, wann ich was mache, muss ich mich erst dran gewöhnen. Wäre vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, das während der Tour de France zu machen. Aber ich glaube, man ist einfach schneller dadurch. Weil man es einfach selber ein bisschen abschätzen muss. Ja, aber wie gesagt, ich muss es noch ein bisschen üben. Jetzt habe ich ja gerade die Zeit dazu. Arensmann, Alter, Arensmann, hör halt auf. Das nervt richtig. Gerade wenn er aus der Aerodynamik rausgeht, der Fahrer, dann ist er erst nochmal so ein bisschen steifer, nenne ich das jetzt mal. Da kriegt man dann echt seine Probleme. Ui, was ist das für eine Kurve? Ah, okay, sah dann steiler aus, als sie tatsächlich war. Ich gehe noch ein paar Blümchen pflücken. Aber so ist es irgendwie angenehmer. Sieht auch realistischer aus.
Und wir werden gleich wahrscheinlich so doll stürzen, dass Ulle ausscheidet. Los geht's. Schlussanstieg. Erste Bergankunft bei der Tour de France. Letzte Etappe war schon schwer, aber da gab es nochmal eine ordentliche Abfahrt. Deswegen, ich fahre jetzt hier schon mal nach vorne. 15 Kilometer sind es noch. Hier beginnt es jetzt. Ist jetzt nicht ganz so mega steil. Wie man sieht, Anstieg zum Plateau de Combasque. Aber es gibt dann ein richtig steiles Stück, in das eben auch Tadej Pogacar dann rein attackiert hat. Bleiben wir gleich mal vorne mit dran. Blaues Gel, wie gesagt, noch an unserer Seite. Ich glaube, wir sind am besten aufgestellt von den Top-Favoriten hier. Sagen unseren Helfern mal, dass sie alles geben sollen. Ansonsten haben wir Sepp Kuss noch an der Seite, unseren Edelhelfer, der auch mit guter Tagesform hier reingeht. Aber auch der Regenerationswert, nur mal ganz kurz gezeigt, Kuss und Pinot sind ja den ganzen Tag einfach nur mitgefahren. Die hatten noch keinerlei Aufgabe und sind trotzdem schon so platt. Das ist irre. Mal gespannt, wann Tadej Pogacar vielleicht attackiert. Selbst wenn er attackiert, haben wir noch genügend Helfer, um dann selbstständig hinterherzufahren. Jonas Vingegaard sollte natürlich auch irgendwann mal attackieren und auch Remco muss eigentlich Zeit gut machen. So, kleines Flachstück unten rein. Ist der Berg einfach nicht so schwer, aber die letzten 7 Kilometer circa, da wird es dann richtig kompliziert werden. Aber ich bin ganz optimistisch für heute, dass wir ja bei 39 Sekunden Rückstand auf die Gruppe vorne A um den Etappensieg auf jeden Fall fahren und den vielleicht sogar holen werden und der Konkurrenz auch Zeit geben, also Zeit drauf geben in der Gesamtwertung. Da haben wir Tadej Pogacar. Kann man eigentlich nur hoffen, dass seine Karriere reibungslos weiterhin verläuft. So ein cooler, spektakulärer Fahrer. Wie gesagt, das Michel-Hessmann-Ding hat einen jetzt auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Das ist natürlich im Radsport, auch wenn es sicherlich ein bisschen sauberer geworden ist als früher, solche Fälle gibt. Und gerade bei Michael Hessmann tut's weh. Bei Bikeaid habe ich noch gesagt, das wäre ein Fahrer, den würde ich gerne als deutschen Etappenfahrer einfach verpflichten. Super sympathisch, bei unserem ersten Team Bikeaid ja auch schon mit dabei gewesen. Da haben wir ihn noch als ganz, ganz jungen Fahrer entdeckt und als Sprintanfahrer genommen, weil er einen super Wert in der Ebene hatte. Jetzt beim Giro d'Italia dabei, im Siegerteam mit drin gewesen von Primož Roglič und ein wichtiger Helfer gewesen. Und jetzt heißt es natürlich mal abwarten, was da jetzt noch alles rauskommt, ne? Bevor man hier total alles sofort verurteilt, erstmal abwarten, aber es ist auf jeden Fall schon mal suspekt, was da passiert. So, nehmen wir mal ein bisschen blaues Gel. Tempo ist nach wie vor hoch. Wir schauen mal, 37 Fahrer sind da noch drin. Wir nehmen jetzt das blaue Gel mal komplett. Voller wird der blaue Balken eh nicht mehr werden. Und jetzt kommt das nächste Flachstück. Natürlich nicht der schwerste Berg, aber mit dem Tourmalet in den Beinen haben einige Fahrer hier nicht mehr ganz so viel Energie. So, Education First, Carapaz, haben wir ja schon drüber gesprochen. Auch bei der Vuelta mit dabei, Nilsson Paulus. Auch ein guter Eintagesrennenfahrer, das darf man gar nicht unterschätzen. So, Pinot macht da nochmal ein bisschen was. Sie kriegen jetzt nochmal die roten Gele. Danach sind wir auf uns alleine gestellt. Sepp Kuss ist auch gleich durch. Und dann wird die Gruppe hier nochmal kleiner. Und dann sollten wir aber auch losfahren, sobald es steiler wird. Einfach eine Lücke reißen. Wir können richtig schnell bis hoch ins Finale fahren. Da müssen wir uns gar nicht so sehr zurücknehmen. Und ich denke, dass die Konkurrenz deutlich weniger Kraft hat. Remco bei uns am Hinterrad, jetzt ja auch im Podcast bei Benji gewesen. Habe aber noch, ich habe es nur auf Twitter gesehen, habe jetzt noch nicht wirklich viel da reinhören können. Aber Benji Naassen, ja, richtig geiler Typ. Immer mal ein bisschen mit kontroversen Takes, aber es gehört halt auch mit dazu. So, let's go. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal hier drauf. Wout van Aert mit Tempo. Wir werden hier gerade in die Zange genommen von Evenepoel und Roglic. So, wir gehen dann nochmal mit. Wenn die zwei dort für Vingegaard das anfahren, ein hohes Tempo, dann schauen wir nochmal, bevor wir da jetzt selber eine Attacke reinsetzen. Wout van Aert als Helfer ist auch nicht schlecht. Wenn er jetzt gleich explodiert, dann würden wir auch nochmal explodieren. So, 3,9 Kilometer. Oben wird es nochmal ein bisschen flacher.
So, jetzt wäre es schön, wenn wir auch mal aus dem Quark kämen und vorbeifahren. Also Ulle attackiert. Mal schauen gleich, was die Konkurrenz so macht. Boah, Pogacar ist da. Aber ganz stark. Also Pogacar geht locker mit. Dahinter Jonas Vingegaard, der versucht mitzugehen. Nehmen wir mal rotes Gel. Halten das Tempo mal hoch. 3 Kilometer sind es noch. So, da ist Pogacar. Wir lassen ihn mal vorbei. Er kann nicht mehr. Okay. Das ist gut zu sehen. Pogacar. Ach, guck mal. Wie geht das denn? Eben sah er noch schlapp aus. Jetzt hat er dann wieder fast das Hinterrad. So, komm, wir hauen die Steuerung rein und ballern. Kommt Pogacar da jetzt nochmal hin? Sieht so aus. 1,6 Kilometer. Jetzt kommt dieses Flachstück. Pogacar ist bei uns dran. Aber er ist halt auch ziemlich durch. So, mal schauen. Vorne geht es dann natürlich gleich nochmal bergauf. Dann die Frage, kann der jetzt nochmal besser regenerieren? Wir haben keinerlei Sprintbalken mehr. Ja, vielleicht nicht so optimal gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. So, komm schon. Scheiße, ich glaube, Pogacar holt sich hier den Sieg. Wir können nichts mehr machen. Also, da war ich zu großkotzig. Also, Pogacar mit Sieg. Nee, heute ist einfach nicht mein Tag. Das war auch wieder schlecht. Das war auch wieder schlecht. Das hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Pogacar mit dem Etappensieg hier. Da haben wir zu früh einfach das wieder gemacht. Wir hätten noch länger warten sollen mit der Attacke. Aber ich dachte jetzt, wenn wir früh attackieren, vielleicht haben wir die Möglichkeit, eine größere Lücke zu reißen. Ein bisschen Risiko gehen. Nicht immer dasselbe machen, das haben wir ja auch gesagt. Bis auf die letzten Meter warten und dann den Sieg holen. Ist manchmal auch ein bisschen öde. Aber jetzt entscheidende Attacke. Hoffen, dass die Konkurrenz explodiert und dann vielleicht so eine halbe Minute oder Minute rausfahren. Das war der Plan. Der ist nicht aufgegangen, weil Pogacar immer das Hinterrad hatte. Jetzt hoffen wir mal, dass er eine gute Tagesform hatte. Ansonsten könnte es nämlich dann doch nochmal in die andere Richtung gehen. So, da sehen wir das enttäuschendste Finale aller Zeiten. So, schwarzer Bildschirm. Also Pogacar mit Etappensieg. Ulle bleibt in der Gesamtwertung vorne. Es bleibt spannend bei der Tour de France, aber taktisch bin ich da noch nicht so zufrieden, wie das für uns läuft. Evenepoel verliert 12 Sekunden, Vingegaard 41 Sekunden nochmal verloren. Holy shit, aber Pogacar auch mit einer klasse Tagesform heute. 31 Sekunden jetzt der Abstand und jetzt geht's ins Zeitfahren, da können wir das schon alles wieder verlieren. Vingegaard mit 1,40, Evenepoel, der wird das Zeitfahren richtig rocken. Der Amtierende, muss man jetzt ja sagen. Zeitfahrweltmeister Roglic mit 3,40, klar. Ist nur Helfer und dahinter die Konkurrenz kann man knicken. Martinez, Hindley, Goudy, Mas, Bardet, die sind alle schon so weit weg. Die werden für uns keine Gefahr sein. Also Ulle gegen Tadej Pogacar, das ist glaube ich das Duell. Ich denke mal, dass Remco Evenepoel vielleicht nochmal zurückkommen kann. Aber Jonas Vingegaard mit 1,40 glaube ich nicht, dass der nochmal zurückkommt.